diejenigen, die ich kenne, die haben immer Messer bei. Ob in der Hosentasche oder im Hemd stecken, das hört man auch, wenn Kloppe ist, die trägt auch Tasche und Messer raus. Jugendliche von der Straße holen ist das Ziel des SV Gensch Osman. Der Verein in Duisburgs Norden kümmert sich um junge Migranten. Denn ohne Bildung und Förderung bekommen Jugendliche hier nur wenige Chancen. Erkan Üstünay hat die Initiative gegründet. Integration für mich ist, wenn es da ein Schlüsselwort geben würde, würde es das für mich eine Sprache heißen. Und die Sprache ist das A und O. Wenn man in einem fremden Land lebt, ist es notwendig, dass man diese Sprache lernt.